Guten Morgen, hier ist Michael Köhn, euer mentalen Praxistrainer. In diesem Video geht es um das Thema Denke nicht, was jemand anders denken könnte. Wie ihr wisst, habe ich hier einige Jahre, 12, 13 Jahre Strukturvertrieb gemacht. Und dieser Satz, der hat sich wirklich bei mir so eingebrannt, weil ich es halt in der Praxis immer wieder bestätigt hat. Denke nicht, was andere denken könnten. Und das könnt ihr auf alle möglichen Bereiche anwenden, ja. Das kann natürlich im vertrieblichen Bereich sein. Das heißt also, dass ich mir vorher schon Gedanken mache, was der Kunde wohl sagen wird, wenn ich ihn anrufe wegen meines Produktes oder wegen eines Termines. Was wird der Kunde sagen, wenn ich privat bei ihm zu Hause sitze und ihm mein Produkt vorstelle? Was wird die Argumentation sein? Was werden Gründe, Ausrede sein, dass er jetzt nicht abschließen kann? Das kann sein, wie bei mir, Direktansprache auf der Straße, Kaltakquise, ja. Was werden die Leute sagen, wenn ich die anspreche, sagen die, lass mich in Ruhe, geh weg, ich will nichts mit Vertrieb zu tun haben oder, ja. Also tausend Sachen und das kann auch privat sein, ja. Das kann genauso sein, dass man als Mann eine hübsche Frau sieht im Club, in einer Bar, Restaurant, auf der Straße irgendwo, will die ansprechen und jede Sekunde, wo ich warte, die Dame anzusprechen, habe ich mehr Gründe, die mir selber einfallen, was die Dame wohl sagen könnte oder was wohl sein könnte, warum es nicht klappen könnte. Ja? Sie spricht nicht meine Sprache, sie kommt nicht aus der Stadt, sie steht nicht auf Männer, sie hat schon einen Freund, ich bin nicht ihr Typ, was auch immer. Ja? Und das ist wirklich ganz, ganz elementar, weil dieses Thema denke nicht, weil ich jemand anders denken könnte, hat ja nur mit mir selber zu tun. Ich denke das. Der andere oder die andere hat ja noch gar nichts gemacht. Es ist mein Kopfkino, was in der Regel dazu führt, dass ich mich gehemmt fühle. Das heißt also, ich rufe vielleicht nicht alle Kunden an oder ich bin unentspannt beim Gespräch beim Kunden vor Ort oder ich traue mich nicht, die Dame anzusprechen. Ja? Also ganz viele Sachen, wo ich nicht ins Handeln komme, was mich blockiert, weil letztendlich wieder, wie auch immer unser alter Freund sieht durch alle Videos, das Thema Angst ist, Angst vor Ablehnung, Angst vor dem Nein, Angst nicht zum Erfolg zu kommen. Ja? Deshalb, um das Ganze mal ins positive Licht zu rücken, scheiß auf sowas. So hart es anhört, ja. Da haben wir oft erlebt, so krass anhört, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln, gibt es den Spruch, ja. So einfach gehäkelte Leute, die einfach wie so eine Maschine ihr Ding machen und zum Erfolg kommen, ja, weil der sich vorher keine Platte macht. Ich habe Leute gesehen, die haben so viele Leute angesprochen oder angerufen, wie eine Maschine. Wie eine Maschine hat es einfach gemacht. Und Gesetz der Zahl, wenn ich halt 100 Leute anspreche oder 100 Leute anrufe oder 100 Mädels, die mir gefallen, auf der Straße anspreche oder was auch immer, Gesetz der Zahl, bleibt was hängen. Das geht gar nicht anders. Und Glück kommt ja von Glücken. Und desto mehr ich tue, desto mehr wird mir glücken, desto mehr Glück habe ich. Ja? Deshalb ist das Glück mit den Tüchtigen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Glück kommt von Glücken. Wer viel tut, dem kann viel glücken. Das heißt Glück. Und Glück haben die Tüchtigen. Ja. Also, das ist wirklich mein Appell. Denke nicht, was jemand anders denken könnte. Das wird jetzt wirklich das Video sprengen. Ich habe 1 Million Stories, 1 Million Geschichten, wo ich mir vorher Gedanken gemacht habe, was könnte der oder die wohl sagen. Ja, also jetzt kundenmäßig, genauso auch privat, ein Mädel, was ich ansprechen möchte, was mir gefällt, ja, was die sagen könnte. Und es ist ganz anders gekommen. Ja. Und in beiden Fällen, ja, also es kann sowohl sein, wo du denkst, ja, das wird einfach, das wird leicht, ja, den Vertrag, den hole ich mir leicht rein oder den Kunden, den mache ich leicht zu meinem Kunden oder die Lady, die kann ich leicht für mich begeistern. Da klappt es nicht und umgekehrt, wo wir denken, boah, das ist ein dickes Brett. Der Kunde ist schon 100 Jahre bei seinem anderen Dienstleister, der wird niemals zu uns wechseln, ja, oh, ich bin so ein kleines Licht oder ah, für das Mädel, ich sehe nicht gut genug aus, ich bin nicht reich genug, niemals wird das klappen und die Dinge haben geklappt. Versucht, ich weiß, dass das nicht zu 100% funktioniert, aber versucht so weit wie möglich wertungsfrei ins Handeln zu kommen. Wie gesagt, nochmal, ich weiß, dass man das nicht zu 100% kann. Noch ein Tipp, um diese Zeit zwischen dem Gedanken, was jetzt zu tun ist und der Handlung zu verkürzen, handelt einfach. Ja? Ich sage mal, dieses Beispiel auf dem 10-Meter-Brett stehen.
Ich persönlich bin jemand, der totale Höhenangst hat, der alles über 3 Meter ist für mich schon Hochhaus. Ich bin noch nie vom 10er gesprungen, weil es einfach so mega hoch ist. 7,5 habe ich mir schon getraut, aber 10er, wenn ich da oben stehe, das ist für mich wie 100 Meter. Ja? Und das ist jetzt ja wirklich so, darauf könnt ihr das vielleicht mal als Beispiel beziehen. Jede Sekunde, die man dann länger dort oben steht und runter guckt, ja, wird noch höher. Es wird noch schlimmer. Und dass man noch nicht gesprungen ist, heißt ja, in meinem Kopf gibt es Ja und Nein und das Nein überwiegt ja momentan, sonst wäre ich ja schon gesprungen. Und bei jeder Sekunde, die ich jetzt warte, wird das Nein stärker und das Ja schwächer. Und das Gleiche gilt im Vertrieb. Hörer in die Hand nehmen, Kunde ansprechen, Kaltakquise auf der Straße, Empfehlungsnahme, die Lady ansprechen oder als Ladies einen hübschen Mann ansprechen, was auch immer. Desto länger ihr zögert, desto mehr Kopfkino, es fallen euch immer mehr Sachen ein, was der die andere sagen kann und das hilft euch am Ende gar nicht. Wirklich, da sollte man manchmal einfach ein bisschen bauernschlau sein, einfach gehäkelt sein und einfach machen. Ja. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, es hat dir geholfen. Probier es doch einfach mal aus. Wenn du Stories hast aus der Praxis, die sich auf das Video beziehen, freue ich mich auch, wenn du das Video kommentierst. Schreib einfach was drunter. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Abonnier den Channel, sofern du es noch nicht getan hast. Lass mir ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.